Holt die Ohrstöpsel raus für Converge, der Lifehack der Woche. Jetzt in Tracks. Die vier tätowierten Musiker von Converge, die Black Flag und Black Sabbath mit der Muttermilch aufgesogen haben, machen Boston seit 17 Jahren zur Hauptstadt des amerikanischen Hardcore. Ultraradikal und als Kultband verehrt, lässt ihr Metalcore ihre Vorfahren, die Band Fugazi, als Schmuserocker erscheinen. Und wie steht's mit den Texten ihrer Songs? Um die zu verstehen, geht man besser gleich ins Internet. Es gibt Leute, die nur ein primitives Hörverständnis haben. Sie hören nur das Aggressive in der Musik und verstehen sie nicht als Ganzes. Das ist wie mit dieser Wand. Einige Leute sehen dort auf den ersten Blick nur einen Haufen Graffiti und mehr nicht. Sie sehen nur eine beschmierte Wand. Doch mit der Zeit entdecken sie immer mehr subtile Details. Sie sehen dann, so wie hier, vielleicht hunderte von verschiedenen Handschriften und Einkerbungen. Ja, so wie dieses kleine behaarte Monster mit den Hühnerarmen. Genau, darauf muss man erst mal kommen. Es ist teuflisch und gleichzeitig witzig. Es sagt, buh, das ist schräg. In meiner Familie gibt es viele Junkies, viele Probleme mit Sucht, Tote, Alkoholiker und einen Haufen damit verbundener Probleme. Es gibt so viele Dinge, die jeden Tag von der Außenwelt auf meine Person einstürzen. Da muss ich mir ein dickes Fell zulegen. Du powerst dich jeden Abend aus und am nächsten Abend musst du wieder fit sein, auch wenn es wehtut. So machst du das bis zum Ende der Tournee. Danach bleibst du für einen Monat im Bett. Ja, ich habe schon mit verstauchtem Knöchel, Muskelzerrung und kaputten Knochen gespielt. Das macht nichts. Wenn die Show anfängt, gewinnt das Adrenalin. Nein, nur ein Haufen Adrenalin-Mutanten. Oh,
Das war's leider für heute. Doch auf arte.tv könnt ihr euch die Sendung per VOD-Streaming natürlich nochmal reinziehen. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche. That was a song called Last Night.